Das sieht mir gefährlich aus. Oh Gott, nein, nein, das ist so ein bewachsenes Gebiet. Da sind doch jetzt keine Spuren, oder? Bitte, bitte lass da keine Yes. Spuren sein. Ja, Sid, du bist die eleganteste Person. Doch, Spuren. Hier, Paladina, stell du dich doch mal nach ganz, ganz weit I'm vorne. ready. Genau, und jetzt ist die Lin ganz freundlich und angelt uns einen Spurling. Und dann verkrümmelt sie sich. So, Paladina, du spielst I'm jetzt mit ready. denen. Ja? Und ihr mit dem. Und jetzt darfst du dich einäschern. My mind feels sharpest. Dear. Ja, das ist jetzt Palutena Solo-Level. Ihr dürft doch nicht Endurance hauen. Der ist fragil. Na, immerhin, die Palutena macht gerade mal einige Kills. Wie er so richtig zutraulich auf Tyrants zukommt. Komm, Tyrants, dann lassen wir dir den Kill auch. Hast du fein gemacht, Tyrants. Ja gut, da haben wir ja noch mehr Gegner, ne? Ja, wie machen wir das jetzt geschickterweise? Lin macht erstmal die Falle weg und guckt, ob da noch mehr von der Sorte sind. Lässt sich dabei nicht von der Sumpfspore umdrehen. Und jetzt rennt sie. Genau, wundervoll. I'm ready. Du darfst jetzt einfach so, ja, Dingers und so, ja. Juppie, ich guck gleich nach dir. Yes. Und du darfst die Falle wegmachen. Na gut. Kannst du bitte aufhören, die Lin zu hauen? Haben wir jemanden, der charmen kann? Nicht sicher, oder? Oh doch, warte, du kannst das doch. Warte, du hast doch da da, so ein Dings. Ich guck gleich nach dir, Sid. Nein, 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 dann schieß ihr. Oh, doch, schieß ihr ins Gesicht. Warte, dann nimm lieber die Dolche, mit denen geht's besser. Die hat mich gerade beleidigt. Die blöde Kuh. Brennst du eigentlich noch Pelagina? Nee, ne? Achso, ich kann sie ja jetzt nicht steuern. Wundervoll. Sie hat noch Linz dort drauf. Wundervoll. Again, wirklich. Sind da noch mehr Fallen eigentlich? Geh mal gucken, Lin. Ja, dachte ich mir doch. Könntest du auch was Sinnvolles machen, Palutena? Nee? Das ist der weirdeste Fall, den wir jemals hatten, glaube ich. Könnt ihr alle zusammen so ungefähr? Grieving Mother, kannst du mir die Lens zurückholen? Hier, Jungs, wisst ihr eines sicher.
Ich weiß nicht, ob ich diesen Raum hasse oder liebe. Aber eins davon ist es. Naja, ihr kriegt das schon. Ich glaube an euch. Wovon kriegt den Lin denn die ganze Zeit noch Schaden? Hast du irgendwas? Warte, schießt du auf sie? Kannst du es mal lassen? Schießt die schießt einfach die ganze Zeit auf mich. At once. Ist hier noch eine Falle? Nee, gut, wundervoll. Oh Gott. I'll see what I can find. Die ganze Party ist am Sack. Oh Gott, ey. Das ist der schlimmste, beste Kampf, den ich jemals hatte. Also schlimm unkoordiniert, aber dadurch halt sehr belustigend. So, da liegt noch ein bisschen Loot. Und dann können wir tatsächlich die Treppe nehmen, glaube ich. Warte, sind wir dann auf dem Stockwerk durch? Ja, sieht so aus, als seien wir dann auf dem Stockwerk durch. Gut, dann gucke ich jetzt gerade schnell nach. Ey, mein Kater. Mama, ich habe so furchtbar Hunger. Ich habe überhaupt nichts zu essen. Du musst mir ganz dringend meinen Napf auffüllen. Mama, ich bin fast verhungert. Dann gucke ich in den Napf und er hat von diesem 100-Gramm-Beutel so viel in der Mitte rausgegessen. Und will jetzt ein neues. Und ich, weil ich Ruhe will, mach's. Tschüss, Hase. Auch dieser Raum sieht so aus, als würde er voller Fallen sein wollen. Hier, Lin, geh doch mal gucken. I'm here. Certainly. Lauert hier irgendwo das Böse oder ist es einfach nur ein unfassbar großer Raum. Ah, okay. Da steht ein einzelner Animatrum. Also ich hätte ja auf diese ganzen komischen rautenförmigen Dingerfallen draufgepappt. Muss ich so gestehen. Okay, das ist ein riesiger Raum und hinten ist ein Animat. Okay, gut. Ist die Frage, rasten wir jetzt, rasten wir nicht? Kriege ich die Pelagina noch dazu, dass sie umfällt? Und wie sieht es eigentlich bei dir aus? Okay. Und Lin hat schon wieder Dreck im Gepäck. Ach naja, ich meine, den einen Animaten, den schaffen wir ja schon noch, ne? Easy. I'm ready. Ja, hier, mach du das mal. Oh nein, es sind sogar zwei. Oh, das ist aber schrecklich. Da hilft nur ein Äschern. Viel Spaß, Pelagina.
Warte, jetzt nimm den, dann kann der Turens vielleicht den Kill abräumen. What? Okay, na gut, dann nicht. Hier, jetzt, Turens, schnell! Paladina, hör auf. Na gut. Ich hab's versucht, Jörns. Ich hab's wirklich versucht. Paladina, das ist dein eigenes Feuer. Absolutely. Oh Gott. Auf einem Pfeiler in dieser Nische wurde eine Reihe einfacher, aber klar verständlicher Piktogramme eingeritzt. In den Oberteil des Pfeilers wurden männliche und weibliche Gestalten mit erhobenen Armen eingeritzt. Im Unterteil wurden Rüstungen in derselben Pose gemeißelt. Okay. Wofür auch immer das gut sein soll. Sid? Warum musst du hier drüben am Mikro hochspringen, wenn du darüber zum Bett willst und auch da hättest hochspringen können? Kannst du mir das erklären, Kind? There you go. Nee, kannst du auch nicht, ne? Certainly. Hübsch. Ein Mann und eine Frau aus glänzendem Adrergehau und gießen den Inhalt einer Vase zu ihren Füßen. Hübsch. Das scheint auch wieder so eine Barrel-Anspielung zu sein. Also scheint sicher zu sein. Sage ich jetzt einfach mal so. I'm ready. Paladina, du musst umfallen, sonst kann der Durance sich nicht wiederbeleben. Warte, ich bezahle meinen Heilings jetzt schon 1100 Kupfer? Das ist ja mehr, als ich eingenommen habe. Wir sind da so teuer. Oh. Das sind allein 500 für meinen kleinen vertanten Seelenjäger. Okay. Das hatte ich irgendwie nicht mehr so im Kopf. Na gut. Absolutely. Auf diesem Pfeiler sind Szenen einer Schlacht zu sehen. Hier hat sich eine Armee von Männern in Lendenschürzen und Häuten versammelt, über denen drohend ein Dutzend Rüstungen aufragen. In den nach unten folgenden Bildern wird die Armee von den Rüstungen vernichtet. Oh toll. Ich war ja für die Leute in den Lendenschürzen. Ist das tatsächlich der korrekte Plural? I'll see what I can find. Ich möchte jetzt nicht rumunken, aber ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht so viel finden werden, weil hier der Loot scheiße ist. Aber das ist jetzt vielleicht auch nur so meine pessimistische Ader. Was ist das? Oh, lasst uns erst das ermorden.
My mind. Ist jetzt einfach direkt getötet. Na gut. Mach halt. Okay. Gut, ja. Warte. Okay. Ich wollte doch nur das da lesen. Aus einer zentralen Säule wächst Arthur und scheint sich die Treppen hinabzuergießen. Innerhalb des sich kräuselnden Arthurs sind leuchtende, eiförmige Steine eingenistet. Okay. Und außer dass es hübsch ist, ist hier nichts. Und das führt jetzt wieder, zu dem komischen Thronsaal zurück. Toll. Immerhin ist es eine schöne Ruine, wenn es schon keine Ruine mit gutem Blut ist. Obwohl, die einen hatten Diamanten dabei. Ich mag Diamanten. Nicht, dass ich viel damit anfangen würde, aber hey, Diamant ist ein Diamant. I'm ready. Ja. Das glaube ich auch. Ich glaube total an dich. Kann man die humpeln machen? Ja, ne? Ja, mach mal dann. Die kann man da bestimmt auch gut anzünden. Hier, Terence, du darfst den töten, ja? Nein, aus. Pfui. Nicht dem Terence den Kill wegschnappen. Der ist kompetent oder sowas ähnliches. Ich bin ab für heute müde und so. Noch viel Spaß mit der munteren Truppe. Dankeschön, schlaf gut. Oh, das ist süß. Nicht besonders gut, aber süß. Aber diese Wahrnehmungsamulette gibt es auch irgendwie echt in allen Formen. So als Ringe. So Ringe für um den Hals. Und als Ketten. Und. At once. Aber da brauche ich das gar nicht so viel. Naja, man soll ja die Ruinen nicht plündern, ne? Ich glaube ja, dass die eigentlichen Ruinen coolen Kram haben, aber dadurch, dass die eh dauernd geplündert werden, haben die den guten Kram irgendwo hingetan und haben jetzt dann nur noch so Trash verteilt. Eiserne Kämpfe, unbarmherzig und stürmisch wie die tausende vor Feinde. Aha. Also entweder gibt es nicht viel Sinn, oder ich bin zu doof zum Lesen und da steckt total was Poetisches drin. Oder jemand hat sich keine Mühe beim Übersetzen gegeben. Oder eine Teilmenge daraus. Diese Nische ist mit Bildern von Männern und Frauen gefüllt, die Hämmer schwingen und Eisen über einer Schmiede hitzen. Wundervoll. Genau. Je lauter man Sch sagt, desto besser ist es. Auch nichts versteckt. Ach. Dann wollen wir dahin wieder zurück. Der arme Turens hält sich auf 56 Hitpoints, weil mehr hat er jetzt nicht mehr als Maximum.
Also ein bisschen tut er mir ja schon leid, die arme Sau. I'm ready. Hier, lass dich umbringen. Los. Watch your fire. Ist immer noch dein eigenes Feuer. Ja, genau. Jetzt hat sie sich wenigstens selber beschimpft. Ach, wundervoll. I'm ready. Mehr Freunde. Hey, könnt ihr mir mal aufhören, auf den armen Jörns zu schießen? Der arme Mann. Wir müssen tatsächlich gleich wegen Jörns rasten. Pellegina. Oh, Tyrannus, es tut mir leid. Du bist, glaube ich, gleich verstümmelt, wenn das hier so weitergeht. Und die Pelagina ist immer noch nicht umgekippt. Oh, nee. Hält sich. Okay. I'm here. Montenago Brudo! Be more careful! I'd be glad to. Eine Reihe von Hieroglyphen zeigt in einer Reihe anstehende Männer und Frauen, die in ein Becken hinabsteigen. Die Gestalten, die unter dem Becken herauskommen, stehen mit ausgestreckten Armen und triumphierenden Gesichtsausdrücken da. Aha. Cool. Nice and quiet.